Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Tja, beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen noch an der Hütte gemacht und haben das Ganze finalisiert sozusagen. Ja, und ich würde mal sagen, heute könnten wir ja mal das Ganze noch ein bisschen weitermachen. Der Boden fehlt auf alle Fälle noch, das Tor muss noch geändert werden. Also es gibt noch einiges zu tun und da können wir auch definitiv erstmal mit loslegen. Und ja, dann gucken wir mal. Wir brauchen ja auf alle Fälle Steine und ähnliches. Den können wir nochmal leveln hier. Wait. Genau, ihn können wir soweit leveln. Was nehmen wir noch mit? Brauchen wir noch irgendwas? Wir brauchen auf alle Fälle Steine und Holz dafür. Schauen wir nochmal, was wir so im Allgemeinen brauchen. Erstmal noch was futtern. Und dann schauen wir nochmal, wie es hier weitergeht. Bären, Bären, Bären. Was brauchen wir noch an Bären? Haben wir noch irgendwas? Nee, Chitin brauche ich nicht. Chitin brauche ich ja gar nicht. So, gehen wir erstmal... Nein, Moment. Machen wir es nochmal anders. Das machen wir anders. Machen wir es professioneller, machen wir das heute mal hier. Rappy, Rappy, komm mal mit. Ah, viel zu schnell, Rappy. Rappy mit dem Turbogang. Der Server ruckelt auch nicht mehr so stark. Also besser gesagt, der ruckelt gar nicht mehr. Das habe ich jetzt soweit wieder hingekriegt. Die haben mal die Festplatte ein bisschen geleert und gesäubert. Und mal geguckt, dass das Ganze besser passt. So, noch ein bisschen Weight. Wir müssen ihn ja irgendwie auf 200 Weight bringen, damit er ungefähr so viel hat wie wir selber. Das wäre dann schon mal ganz gut. Dann kann er uns nämlich 1:1 tragen. Das wäre schon mal ganz gut. So, der Tri kommt hinterher, unser Transportmaster. Und dann kriegen wir das hier auch schon bestimmt hin. Auf die Schnelle, oder besser gesagt, relativ effektiv, ein paar Stone Foundations herzustellen. Ah, sammeln wir erstmal eine Runde hier. Bis dahin müsste unser Trikey auch da sein. Trikey? Ah, er ist auf dem Weg, alles klar. Alles klar, Trikey ist auf dem Weg. Wo sind sie denn? Stone Foundation? Bin schon wieder dran vorbei. Wo ist sie? Da. Stone Foundation, so. Haben wir erstmal gut anfangen. Rappy, noch irgendwas dabei, was man gebrauchen kann? Nö. Aber hier, den Flint, den kannst du schon mal... Oh doch, den kannst du haben. Warum haben wir eigentlich noch die Lederrüstung dabei? Brauchen wir die? Brauchen wir die Lederrüstung? Warum haben wir die? Warum haben... Naja. Ach komm. Packen wir sie. Nee, komm. Die kann eigentlich... Ja, doch. Barry, unser Trike, der kann die bei ihm tragen, damit die wegkommt. Und dann können wir erstmal ordentlich klopfen. Können wir erstmal ordentlich klopfen gehen hier. Ein paar mehr Steine, ein bisschen mehr Flint. Ah, ich weiß, mit der Axt bringt es mehr. Machen wir natürlich mit der Axt jetzt. Wir haben jetzt Flint genug. Jetzt können wir erstmal wieder Steine sammeln. Es geht natürlich später mit der Eisenaxt wesentlich schneller, aber ist jetzt auch egal. Machen wir jetzt erstmal so. So, erstmal noch ein paar Steine droppen. Wo ist eigentlich Rappy? Da. Rappy, komm her. Nein, hängt am Schwanz von dem anderen fest. Komm schon. Also besser gesagt, darum kommt das Pfeifen nicht an. Klopfen, Steine klopfen, Steine klopfen. Wir klopfen weiter Steine. So, was haben wir denn? Ah, wir brauchen Wood. Wood. Ja, wir brauchen ganz viel Wood. Dann machen wir erstmal hier weiter, wenn wir hier schon mal rumstehen. Können wir das hier auch erstmal fertig machen und sehen dann weiter, was wir tun. Du entkumbert. Oh nein, voll wegschleppen. Hey Barry, kannst du mir mal was abnehmen hier? Barry macht das schon. Komm schon, wir müssen ein paar Stones sortieren. So, haben wir schon mal einige Steinis da drin. Da adden wir gleich noch ein paar. So, erstmal rüber zu the wood. Rappy, könntest du mal attack this target? Hier, diesen. Geht das so? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt passiert
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nö. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie die Funktion Attack this Target funktioniert. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich dachte gerade mal eine spontane Idee. Probiere ich mal. Unser Barry da hinten ist gerade ziemlich am Trantüten. Oh. Er ist wieder voll am Einschlafen, bis er da ist. Ist wieder sonst was vergangen und da läuft der Dodde. Der Dodde Dodo. Ah nein, unser Dodo ist Dodde und nicht der da vorne. Genau, so ist das. Barry, komm her. Nein, er kommt nicht näher. So, er ist angekommen. Dank unserer Hilfe ist er angekommen, da wir ihm einen Teil des Weges definitiv abnehmen konnten. So, was brauchen wir jetzt eigentlich genau? Steine, ne? Wäre ja mal ganz sinnvoll. Und, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wieso können wir nicht? Können wir craften? Ja, wir können craften. Fangen wir doch schon mal an. One, a two. Und dann war es das auch schon wieder. Wir brauchen mehr Materials. Oh, schon Level Up, Alter. Geht ja voll ab hier. Mit Level Up geht's ab. Naja, ist klar. Foundations und all sowas. Bauen bringt ja richtig Knete. Also Crafting. Crafting aller Art. Bringt hier definitiv Erfolge. So, wir craften gleich nochmal weiter. Nehmen nochmal ein paar Steine. Und dann sehen wir weiter. Also der Server braucht bei mir auch inzwischen schon gute 10 Minuten, um hochzufahren. Das ist schon ein bisschen was. Also ist mir so mal aufgefallen. Also er braucht schon dann einige Daten. Aber ist ja auch kein Wunder. Ich habe jetzt gesehen, dass mit den letzten Updates und so, also Ark hat jetzt schon über 50 GB. Also mein Ordner... Ich meine jetzt ja, also allgemein der Ordner vom Game an sich, beziehungsweise jetzt vom Server, ist eigentlich das gleiche. Er hat, weiß nicht, 53 oder 56 GB irgendwie dazwischen. Also meine Mods, die jetzt gerade hier drauf sind, die haben nur 300 oder 400 MB, also nicht viel. Also es ist eigentlich alles Game-Content, das ist ziemlich krass. Und da haben wir unser Holz wieder. So, sammeln wir noch ein paar Stones. Geht natürlich halbwegs genauso schnell. Wir können auch schon den ersten craften. Und dann schauen wir mal, wie wir hier die Foundations aus Stein zusammenkriegen. Dann haben wir die Hütte nämlich schon mal umgebaut. Weil das wäre ja dann Ziel für diese Folge. Mit erstmal die Hütte soweit auf Vordermann kriegen. Dass wir da weiterkommen. Schon mal schön gegen Stein ersetzt, dann haben wir schon mal einen guten Anfang gemacht, einen richtig guten Anfang. So kann man arbeiten, definitiv. So, bevor wir zu schwer werden, erstmal noch ein bisschen umpacken. Barry, unser Lastenesel, der muss erstmal voll schleppen hier. So, was brauchen wir als nächstes? Rappy, komm mal mit, wir gehen eine Runde. Ein paar Steine sammeln. Wieso habe ich gerade schon wieder einen Stein aufgenommen? Ich dismounte und sammle automatisch den Stein, der neben mir war. Sehr komisch. Ich drücke die Taste ja nicht mehrfach oder irgendwas. Das tue ich ja nicht. Also ist die große Frage. Was soll das? Na, wir sammeln ein paar Steine. Schon 110, 120. Manometer. Jetzt 130, 140. Wir sind schon encumbered. Aber wir machen noch weiter. 150. Jetzt ist aber mal Schluss hier. So, ein bisschen Wood und wir können craften, wie nur ein. Schon wieder keine Steine mehr. Manometer. Hallo, droppen. Und wir haben 9 Foundations. So. Jetzt brauchen wir weitere Materialien. Hä? War da irgendwas? Sah ganz komisch aus. Ich dachte gerade, irgendwie wäre was an mir vorbeigelaufen. Sah. Oder besser gesagt, war wohl Schatten oder irgendwas von den Bäumen. Sah gerade... Weil Rappy steht ja noch hinter uns. Und wir haben keine Server-Lags. Definitiv nicht. Die habe ich in den Griff gekriegt. Und ich mache trotzdem noch alles über einen PC. Also ich lasse Ark über den PC laufen. Ich lasse den Server über den PC laufen. Also die Einstellungen sind auch auf High oder Ultra. Ich meine sogar Ultra. Also ich habe ja... Grafikkartentechnisch nicht das Problem. Hier ist eine Titan drin. Die Invader GTX Titan. Die ist ja auch von Ark empfohlen, wenn man auf höchster Grafikeinstellung spielt.
Da klappt das schon und aufnehmen kann ich jetzt auch wieder parallel. War vielleicht wirklich ein bisschen voll die Festplatte. Aber läuft, läuft. Während wir hier ein paar Steinchen hin und her schieben, gehen wir dann doch erstmal weiter. Wo wir gerade von Steinen reden, wir brauchen natürlich auch Holz. Holz, wir brauchen Holz und noch mehr Holz. Ah, es ist so angenehm, dass man so schön schnell irgendwie Holz kriegt. Das ist ja nicht mal übertrieben, also ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm, dass jetzt ja Singleplayer momentan so ist. Also finde ich das echt nicht schlecht, weil man dann im Let's Play auch mal vorankommt, weil es ist jetzt halt 10-mal schneller. Das heißt, wenn wir jetzt 2 Folgen brauchen zum Beispiel, um irgendwas zu bauen, bräuchten wir ja, in ganz normaler Sammeleinstellung bräuchten wir ja 10. Was rede ich hier? Bei 2 Folgen wäre es 20 Folgen natürlich, ne? 10-mal mehr, so wollte ich sagen. Das ist natürlich schon krass, weil 20 Folgen... Ja, 20 Folgen ist schon ganz schön ordentlich. Aber naja, so kommen wir dann doch vernünftig voran, können das Ganze gut hinbekommen. Und dann hat sich die Sache hier auch ziemlich, ziemlich schnell normalisiert, auf alle Fälle. So, noch ein bisschen hin und her schieben. Wir sind schon wieder ein bisschen schwer und damit das nicht so ist, bauen wir ein bisschen um. So, gehen wir mal zu... Kommst du mit? Alles klar. Zu weiteren Steinfeldern. Die bellen. Wollen die was? Nee, zum Glück. Bist du noch da? Wo bist du? Komm her. Ah, sie sind aber schon schlauer geworden. Das war anfangs ja doch etwas schwieriger, dass die einem an so Bäumen und so... Sie hingen die ja immer vor dem Baum und haben gar nichts mehr gemacht. Jetzt laufen sie ja schon mal zumindest drumherum, wenn sie es irgendwie hinkriegen. Aber allzu weit sollte man sich nicht entfernen. Meine Axt! Aber ist schon wieder da. Alles gut, nichts passiert. Stony. Wollte jetzt gerade Stony Hen sagen, wenn einer weiß, wo es herkommt. Aber ich habe das Spiel nicht. Nur so zur Info. Aber es sieht nicht schlecht aus. Aber ich würde sagen, es ist eher kurzweilig. Also wo das Stony Hen herkommt. Naja, schon gut. Bin abgeschweift, alles schon gut. So, hallo? Mein Verschiebewahn funktioniert gerade nicht. So, ein bisschen Platz schaffen, aufräumen etc. pp. Wir brauchen Thatch, aber eigentlich... Komm schon. Nein, doch keine Narkos. Die letzten Male hat er uns ja verarscht. Will ich nicht. Wer für die Sammlung? Ist ja sozusagen mein Ziel, was ich mir für das LP gesetzt habe, ne? Komm schon! Jetzt nimm es endlich! Oh, Glück gehabt! Komm schon! Vielleicht geht's ja gut. Was machen die Dinos? Alles gut. Schnell auf Passiv. Schön im Hintergrund bleiben, Kollegen. Ich kann euch jetzt gerade echt nicht gebrauchen. Na, komm schon, da stand eh. Da stand eh. Komm näher ran, aber nicht zu nah ran. Los. Nein, komm schon. Ja, gut. Man muss nur noch einmal fressen, dann haben wir einen Affen. Das ist ja die letzten Male etwas schief gegangen. Aber vielleicht klappt es ja dieses Mal. Eventuell klappt es ja dieses Mal. Und wir haben einen Affen. Drücken Sie jetzt die... Juhu, wir haben einen Affen. So, der Name darf natürlich nicht fehlen. Jack. Alles klar, Jack. Kommst du her? Ich dachte schon, der wäre buggy, dass er wieder in eine Richtung immer weiterläuft. Da hatten die Affen ja irgendwie öfter mal. Ah, funktioniert. Kommst du jetzt mit? Ja, kommst du. Man könnte ihn natürlich auch... Komm mal her. Juhu, wir haben ihn auf der Schulter. Und es sieht gut aus. Es läuft. Wir haben einen Affen auf der Schulter. So, dann können wir uns jetzt ja mal endlich um Thatch kümmern, warum wir eigentlich hier waren. Oder hierher wollten, wenn der kleine Affe uns nicht über den Weg gelaufen wäre. Ich dachte schon, es wäre unser Trike, aber unser steht ja hier. Das ist ein Wilder. Welches Level hast du? Level 60. Nee, danke. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Oder? Nein, 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 nein.
Das würde unser Trike eh nicht überleben und unser Rappy ist auch nur 63. Das kannst du vergessen. Ah, jetzt gerade gar keine Lust zu. Wir sind eh eigentlich mit was anderem beschäftigt, also nicht ablenken lassen. Werden wir ja nie fertig. Ich kann doch schon wieder was bauen. Ich kann wieder was bauen. So. Endlich. Hä? Warte. Wieder Steine? Tatsächlich 79, ey. Krass. Fehlt schon wieder ein Stein. Ein Stein fehlt. Uns fehlen die Ideen. Eigentlich ja nicht. So, wir haben das Wissen erlangt, eine Stone Foundation zu bauen. Und erfolgreich durchgeführt. Also weiter Steine klopfen. Steine klopfen. Wo sind wir hier eigentlich genau? Wir sind doch auf der Rückseite von... Da unten ist doch... Genau. Da haben wir auch schon Steine gesammelt. Das war unten am Hafen, wollte ich sagen. Am Wasser. Ja, etwas overloaded. Sortieren wir nochmal eine Runde, damit wir leichter werden. Reicht das schon? Oh, wir sind voll Zeitlupe. Nein, das geht definitiv nicht. Trike hat noch Platz. Immer rein da, der muss die Steine auch noch mitschleppen. Wir gehen schon mal, der Trike wird schon hinterherkommen, würde ich mal denken. Wird schon klappen. Ja, doch, das klappt schon. Wenn wir kommen, ja eh gleich wieder, wir sammeln ihn wieder ein. Und mal kurz saufen. Nur mal kurz saufen und dann war's da schon. Affe ist auch noch da. Ich dachte gerade, ich hätte ihn irgendwie durch zu viel E-Drücken gerade weggeschmissen, aber er ist noch da. Unser Trike ist aber nicht mehr da. Den werden wir jetzt suchen und finden. Und ich bin... ich habe Hunger. Das ist aber unser Trike. Gut. Aber schon mal einen Schritt weiter. Trike gefunden. Dann können wir uns jetzt ja um Essen kümmern. So, erstmal bärentechnisch aufräumen hier. Die erstmal zusammen. Die können wir noch verdrücken. Haben wir auch noch 91 von Manometer. So. Komm, das Fleisch schmeißen wir raus. Mal ehrlich, das braucht doch jetzt gerade keine Sau. Kriegen wir so schnell wieder. Verrottetes Fleisch ist doch wirklich Massenware hier bei uns. Massenware. What? Was zum... Na, Rappy, da steckst du fest, wa? Na, liebe Entwickler, wo ist der Fehler? Wenn ihr gerade zuschaut, tut ihr eh nicht. Nimmt diesen Stein und setzt ihn etwas tiefer. Naja, kann ja mal passieren. Wenn man so eine riesen Insel entwickelt, dann kann das ja mal passieren, dass irgendwas in der Luft schwebt, ne? Aber gleich ist er eh weg. Erstmal ist er respawned. Na, komm schon. Geh kaputt. So. Sieht wieder alles ordentlich aus. Na, Rappy hat die getroffen. Oh, unser... Wollte gerade sagen, er ist so langsam wegen Gewicht, aber er ist nicht langsam. Er ist bloß jetzt erst auf dem Weg. Steine haben wir wieder. Machen wir mal weiter. So, hier noch Wood und noch mehr Wood und was haben wir noch? ...40 und immer weiter und immer weiter. Wir brauchen Steine. Wenn wir eins brauchen, dann Steine. Jedenfalls aktuell. Und dann schauen wir mal. Wir müssen ja bald einigermaßen genug haben. Wenn wir jetzt so weitermachen, wird das schon klappen. Definitiv. So, schauen wir nochmal. Was fehlt jetzt noch? Wieder Wood, ey. Hat der keinen... Nee, der hat ja keinen... Ja, wir haben ja hier die Quelle direkt nebenan. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu craften. Alter, wir haben 18 Foundations. Also jetzt ist... Jetzt reicht's. Wird aufgeräumt jetzt endgültig und dann ziehen wir uns wieder zurück.
Das wird jetzt ja wohl gereicht haben, was wir hier für eine Sammelaktion gestartet haben. Hoffe ich doch mal. So, noch irgendwas? Steine, ja. Und noch ein bisschen Gewicht hier frei machen. Das Metall kommt noch weg und dann geht das los hier. So, endgültig auf nach Hause. Schweig, dreh dich um und komm mit. Kommt da? Ja, er kommt. Er ist on the way. Wir sind auch on the way, also passt schon. Gleich mal ein paar Foundations austauschen. Die hätte ich auch gerne später irgendwie. Das hat ja nicht funktioniert. Den würde ich lieber auf der Schulter haben wie den Affen. Aber naja. Ist halt gerade echt das Problem, diese Kleinen, die das Taming hier. Es hat mit den Narkosefallen nicht so gut geklappt, da die jetzt abhauen. Das war ja früher nicht so. Da wäre das Narkosegewehr später echt nicht schlecht. Der Trike vom Level her, angreifen oder nicht angreifen. Nee, ja komm, eigentlich. Ich würde ja, aber weiß ich auch nicht. Nee, lass ihn mal lieber. Stößt uns dann wieder weg und so, ist auch blöd. So, komm mal her, Kollegen. Jo, das müssen wir alles ersetzen. So, schmeißen wir mal den Affen weg. Ah, da in der Ecke. Nee, ist nicht so gut. Komm, neuer Versuch. Haben wir nochmal. So. Na, bitte, geht doch. Ah, Jack, da kannst du sitzen bleiben. Ja, doch, das passt. Ja, doch, egal. Oh, er hat Level up. Ja gut, da braucht ja auch noch ein XP fürs erste Level. Männlich ist er, passt zu Jack. So, unser Dilo hat auch ein Level up. Das können wir ja gleich mal einfach mal gleich alle nachgucken hier. Die hier gerade vor unserer Nase stehen. Oh, er kann ein bisschen mehr. Was hat er? Bären an. Ach nee, wir ziehen nicht von ihm die Bären ab. Wir haben ja selber noch welche. Hier, bitteschön, hast du ein paar Bärchen. Gut, können wir uns jetzt ja mal um Foundations kümmern. Die definitiv unser Trike dabei hat und nicht der Raptor. So, dann fangen wir mal an auszutauschen hier. Oh nein, schon den Kambot. Wenn ich jetzt noch einen mache, bin ich bestimmt schon übervoll. Ich weiß nicht. Könnte ja mal ein bisschen Fleisch haben wir auch noch. Oh, was ist das denn? Cooked Meat. Hauen wir gleich mal raus. Brauchen wir nicht. So sind wir erstmal wieder 20 Fleisch los. Und noch ein bisschen weiter aufräume. Alles, was noch so sein muss. Erstmal das Holz noch auf 100 stecken. Dann können wir gleich mal weitermachen. So, nein, das war nicht der Mörser, das war der Mörser. Ein bisschen Fleisch loswerden, so, jetzt sind wir schon ein bisschen besser. Hier sind noch, oh, Stone Wall, Stone Ceiling. Hier haben wir aber Chitin. Können wir Chitin loswerden. So, Fleisch noch ein bisschen hoch droppen hier. Und dann läuft das schon. Na, alles voll, alles voll. Narkos, die können wir hier noch reinhauen. Und nochmal einen Narkotik craften. Kriegen die XP ja eh, wenn wir hier stehen bleiben. Können wir ja von hier aus schon mal wieder ein bisschen weitermachen. Oh, entkumbert, entkumbert. Nein. Kann mich gar nicht mehr bewegen, aber jetzt geht's. So, da und da noch ein bisschen Holz rein. Ah, wie sieht das aus? Voll die Trümmerlandschaft hier. Und weiter geht's. Wir zertrümmern hier alles. Das war nur ein bisschen Holz, was da lag. Attrappenholz. So, jetzt erstmal alles zusammenziehen wieder. Aufstocken auf 100 und rüber mit dem Kram. Oh, was wir an Holz wieder kriegen, ist so nice. Das ist so nice. So, und es passt. Wir haben die Bude fertig. Unglaublich. Komplett gegen Steinboden ersetzt. Hat genau 100 Holz, krass, das ist genau gepasst hat. Oh, na gut, das kommt ja hin. Foundation, was du wieder kriegst, ja, passt schon. Das sind ja glatte Zahlen, wenn du alles raus hast aus dem Inventar, passt das schon. Jo, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Oh, schickes Bild.
Mit dem Rappy gerade, ja, doch, doch, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, sieht echt gut aus. So, naja, gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Wir brauchen ja noch ein paar Materialien. Ein paar Materialien brauchen wir ja noch. Wir haben ja rein theoretisch noch das Tor. Oh, sieht echt schick aus. Warte, ich mach mal ein Bild jetzt. Ja, super. Jetzt, wo ich ein Bild machen will, wird es dunkel. Jetzt sieht es natürlich nicht mehr so gut aus wie vorher. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Egal. Machen wir das nächste Mal ein Bild. So, den Rest hauen wir hier erstmal rein. Den brauchen wir nicht mehr. Dann gucken wir nochmal, wie wir hier weitermachen. Wir brauchen definitiv mehr Narkosemittel, wenn wir hier was reißen wollen, dann mit der Zeit. Haha, ein Pfeil. Wow. Das bringt es jetzt voll. Da werden wir jetzt richtig viel schaffen. Naja, so, gucken wir nochmal. Es ist jetzt eh dunkel. Wir können nicht so viel machen. Im Dunkeln ist halt immer, ja, schwierig. Man sieht eh nichts. Also, Nacht ist ja auch schnell eingestellt. Müssen wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben. Irgendwas wird uns schon einfallen. Naja. Gucken wir einfach mal. Was können wir da noch so erledigen? Irgendwas, was gerade ganz sinnvoll wäre. Wen haben wir denn da? Level 72. Würde ich ja glatt tamen, wenn es jetzt nicht gerade dunkel wäre und der nicht so ein hohes Level hätte. Weil, ja, mal ehrlich, brauchen wir jetzt nicht so direkt als wichtigen Saurier. Ist eher ein Sammlungssaurier und dann braucht man weniger Narkosemittel dafür. Gucken wir uns einfach mal an, was das... Oh, Alter, ist das teuer. 450 Steine und Holz, beides. Was? Das Tor ist genauso teuer wie der Rahmen? Mannometer, ey. Gut, fangen wir erstmal an hier. Hast du schon mal ein bisschen Tetsch, Kollege? Also hier. Nee, hier. Wood haben wir auf alle Fälle genug. Das können wir ja mal in der Nacht hier schon mal erledigen. Fangen wir schon mal an, ein bisschen was rüber zu schleppen. 200 können wir ja tragen, wie es aussieht. So, Flint erstmal umsortieren. 100 kann er behalten. So, dann nochmal die 100 rüber. Gleichzeitig nehmen wir gleich wieder Holz mit. Das ist eine gute Idee. Das können wir gut in der Nacht mal erledigen. Dann kann man die Zeit auch nochmal sinnvoll überbrücken hier. So, haben wir jetzt alles? Wir haben alles. Ist ja egal, wie ich zu schwer bin. Ich muss mir ja nur drehen, wo ich gerade stehe. Das ist perfekt. So, na super. Steine, Thatch. Wir brauchen noch so einiges. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, die Sonne gerade wieder aufgeht, können wir ja nochmal die erste Sache schon mal erledigen. Besorgen wir uns schon mal Thatch. Thatch, das können wir ja nochmal machen. Ein paar Booms und umkloppen. So, der Rappy folgt uns natürlich wieder. Nicht, dass wir den suchen unterwegs. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht suchen. Er soll mitkommen und dann soll das passen. So, haben wir erstmal ein bisschen Thatch gesammelt. Bronto. In den Sonnenstrahlen. Das sieht schick aus, muss ich sagen. Immer Licht da, Licht nicht da. Das sieht gut aus. Ja, da rumläuft so mit der Sonne, das sieht schick aus. Grafiktechnisch immer wieder schön. Immer wieder schön. So, liefern wir erstmal wieder unser Thatch ab und dann gucken wir mal, was wir dann als nächstes noch sammeln. Wir dann schon Steine, schon mal anfangen? Ich weiß es gerade nicht. Könnten wir, müssen wir aber nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Thatch würde sogar reichen. Hm.
Das war doch tatsächlich wieder ein Mini-Ruckler. Naja, fangen wir schon mal wieder mit Steinen an. Kann man ja immer gebrauchen, so oder so. Und schon wieder, wir werden immer schwerer, wir werden immer schwerer. 100, 110. Mann, mach hier nicht so einen Lärm, Bronto. Hi, Para. Level 8. Level 8. Du weißt, was ich vorhab? Ja, weißt du. Als aufmerksamer Zuschauer weißt du gerade, was ich hier gerade tue und wozu. Das musste ja so kommen. Okay, naja. Auf alle Fälle reicht es für das, was wir eigentlich vorhatten. Prinzipiell, wir haben auf alle Fälle jetzt... Nein, ich bin überladen. Rappy? Wieso ist mein Raptor eigentlich gar nicht da? Erstmal reparieren wir den Bogen. So. Nein, nein, ich kann mich gar nicht bewegen. Rappy? Rappy? Wieso ist Rappy nicht da? Irgendwas verpasst? Da hinten? Hä? Was? Habe ich dich da stehen lassen, Kollege? Warst du gar nicht auf Follow? Warst du gar nicht auf Follow? Das kann auch gar nicht angehen. So, Rappy, komm mal mit. Gut, läuft. Das läuft schon. So, wir brauchen mehr Narkosepfeile oder sowas in der Art. Was haben wir hier noch? Beziehungsweise erstmal machen wir das hier und das. Wir räumen erstmal weiter auf, das ist wichtiger. Hallo, Steine, warum? Geht doch. So, haben wir alles wieder was? Habe ich die auch mit angepfiffen? Habe ich irgendwas verpasst? Okay, kann passieren. Kröti, Kröti, komm mal her. Kröti. Die rollende Dampfwalze kommt. Sie planiert alles. Kröti, die Dampfwalze. Ja, genau. So, dann können wir weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Nein. Wo ist er? Wo ist irgendwas? Was haben wir denn hier so Feines? So, erstmal nochmal. Oh, ja, stimmt ja. Leveln. Bräuner irgendwas? Ist alles richtig? Stamina, Fortitude, alles passt. Machen wir erstmal nur Leben. So. Level 8. Gut, ob wir den kriegen oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Ark Survival Evolved. Also bis dann. Ciao.